Die Vorbereitungen für das Festival laufen wie geschmiert. Und das ist dein Verdienst. Uns fehlt nur noch ein weiterer Musiker. Meinst du, du findest noch einen? Oh, als Geschäftsmann habe ich aber viel zu tun. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario Odyssey. Hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Heute haben wir wieder so einiges vor. Und wir erkunden erst einmal diese wunderschöne Stadt New Donk City. In der letzten Folge hat es ja hier in der Stadt geregnet und wir mussten einen riesigen mechanischen Wurm kaputt machen. Und heute geht's hier weiter. Ja, willkommen, sagte der nette Herr. Und wir springen einfach mal weiter, denn ganz oben auf der Spitze, da wo der Wurm auf uns wartete, da sollte es eigentlich noch einen Powermond geben. Genau den schnappen wir uns jetzt. So. Und nach oben mit uns. Uhoi. Das geht ja ruckzuck mit Raketenstart. So, Achtung. Jetzt muss ich nur noch da hochklettern. Sehr gut. Und weiter. Wow, schaut euch mal diese Aussicht an. Schwindelerregende Höhen. Ja, verständlich. Uiuiuiui. Wow, das ist also diese ganze Stadt. Von hier aus könnten wir ja irgendwo hinspringen, zum Beispiel darüber in den Pool. Ich weiß aber nicht, ob das machbar ist. Ich probiere es einfach mal. Achtung. Oh weia. Los, Mario. Das ist geschafft. Wir sind im Pool gelandet. Hui, das war eine glatte Landung. Und hier einfach mal tanzen. Meine Lieben, hier der Hinweis, wenn euch Super Mario gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder. Damit ihr keine spannenden Videos mehr verpasst. Glanz über dem Pool, das haben wir gerade geschafft. Autsch. Jetzt springe ich mal runter, denn hier oben kann ich nichts weiter machen. Gut, hier auf der Ebene auch nicht. Dann springe ich doch mal runter zur Bürgermeisterin. So, hallo. Na, wie geht's? New Donk City bedeutet mir alles. Ich kann dir gar nicht genug für deine Hilfe danken. Du musst unbedingt zum bevorstehenden Festival kommen. Ich möchte dir und der Stadt gerne meine Dankbarkeit mit einer kleinen Überraschung zeigen. Meinst du, du könntest 4 Musiker für mich auftreiben, die mich bei einem kleinen Auftritt unterstützen? Ja, den ersten helfen wir dann schon mal hier. Entschuldigung, ich habe das Gespräch zwischen dir und Pauline mitbekommen. Es freut mich zu hören, dass das Festival wieder stattfinden soll. Lang ist her. Sollte die Frau Bürgermeisterin meine Dienste wünschen, wäre ich sofort dabei. Yeah. Juhu. Es gibt einen Stern dazu. Der Schlagzeuger ist dabei. Das sieht doch schon mal gut aus. Oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Im Saal des Rathauses. Wunderbar, du hast schon einen der Musiker gefunden. Vielen Dank. Jetzt fehlen nur noch 3 weitere für das Festival. Wenn du noch andere Kandidaten triffst, sprich sie bitte einfach an. Das mache ich, Pauline. Dann mal los. Bisher haben wir nur den Schlagzeuger da, aber sicherlich gibt es noch einen Gitarristen, vielleicht auch einen Bassisten und noch ein weiteres Instrument. Wir werden das sicherlich noch herausfinden. So, woher kommt diese Musik? Ja, die Musik kommt ja von da oben. Café im Freien. Wo ist bitte hier ein Café? Hallo. Erstmal schön den Wandsprung ausführen. Aber so auf dem ersten Blick scheint hier nichts zu sein. Na ja. Okay. So, hallo. Störe ich Sie gerade bei einem Café? Hier sind natürlich wieder die ganzen Taxen unterwegs. Und wir versuchen trotzdem nach weiteren Powermonden zu schauen, aber auch parallel dazu nach weiteren Musikern. Wo könnte denn noch eine gute Stelle sein, wo jemand sich hinstellt und Musik macht? Das wäre jetzt natürlich die Frage. Hier ist ein Powerstern. Komme ich denn da rein? Tja, ja, gute Frage. So einfach komme ich da wahrscheinlich nicht rein. Oh, was ist das denn? Willkommen in der Hauptfiliale von Crazy Cap. Oh yeah, die Hauptfiliale. Willkommen. Möchtest du etwas kaufen?
Ja, würde ich schon gerne, aber die Frage ist nur was? Hm. Keine Ahnung. Ich nehme einen Bauarbeiterhelm mit. So, den ziehe ich gleich mal an. Und dann bräuchte ich eigentlich noch das passende Outfit dazu. So, Achtung, mal sehen, wie wir jetzt aussehen. Und Mario, mach dich bereit. Naja, wir haben jetzt aktuell nur den Bauarbeiterhelm. Da habe ich mich wohl verklickt. Oh. Gleich mal umziehen, aber davor, wie geht es dir? Ein Powermond, Cityland Powermond. Na klar, den kaufe ich natürlich. Ist ja klar wie Kloßbrühe. Und Shopping in New Donk City. Die haben auch so eine tiefe Stimme, diese Person hier. Und hier gibt es einen richtig coolen Hut. Und noch ein, ja, sein Outfit, seine Art Smoking. Also das finde ich stark. Das sieht ja dann echt so aus, als wäre ich einer von den Leuten, die hier leben. Ein richtiger Geschäftsmann, der Mario. So, schaut mal. Super grandios. Achtung, ich bin Mario, der Geschäftsmann. Ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Ich habe jetzt gleich eine Besprechung. Und ein wichtiges Telefonat. Entschuldigen Sie, entschuldigen... Oh, ein Musiker. Hey, Kumpel, alles fit? Willst du ein Autogramm? Hä? Ich habe schon von dir gehört. Du suchst nach Musikern, die mit der Pauline Bürgermeisterin auf dem Festival auftreten. Habe ich das richtig verstanden? Die Bezahlung für so eine Veranstaltung ist auch nicht zu verachten. Das hast du nicht gehört, ja? Ich bin dabei. Sehr gut. Mario, der Geschäftsmann, hat es geschafft und der Gitarrist ist dabei. Fehlen also noch zwei Musiker. Hallo Pauline, da bin ich schon wieder. Warum auch immer. Yahoo! Ich kann gar nicht glauben, wie schnell du meine Musiker angeheuert hast. Du bist eine Riesenhilfe. Uns fehlen noch zwei weitere, um das Festival eröffnen zu können. Such bitte weiter nach Musikern. Okay, dann werde ich das wohl mal tun. Kein Problem. Okay, die Frage ist nur, wenn du mal auf einen Touristen machen möchtest, dann drück Minus für die Karte. Ja, das könnte ich machen, aber das mache ich jetzt nicht. Hallo, hallo. Die begrüßen mich sogar. Voll lieb. Wo könnte denn der nächste Musiker sein? Tja. Das ist nun mal die Frage. Was bist du denn für einer? Eine der ersten Anweisungen unserer Bürgermeisterin lautet, die Stromversorgung wieder in Gang zu bringen. Ja, dann mach das mal. So, einmal schön nach oben. Aber, oh, da hinten gibt es Münzen. Und da unter mir ist direkt ein Powerstern. So, Achtung. Sehr gut. Hier unten ist ein Powerstern, aber den kann ich auch später mal holen. Wenn die Zeit reif ist. Hm. Ich muss auf jeden Fall vielleicht mir nochmal den Überblick verschaffen. Ich glaube, das wäre das Beste. Dazu bräuchte ich nur... Da, genau. Hier ist dieses große Fernglas. Das ist echt praktisch. So, Achtung. Da unten sehe ich nichts. Aber hier Bandmitglieder gesucht. Also da oben. Da oben auf... Oh, schaut mal. Ein Moped. Das ist ja cool. Komm, Mario, spring auf und fahr los. So, nochmal. So. Achtung, ich muss ins Büro. Ich habe ein dringendes Meeting. Ich muss ins Büro. Achtung, aua, aua, aua. So, irgendwo hier ist doch das Gebäude. Wo ist der Fahrer abgeblieben? Sag mir lieber mal, wie ich hoch ins Gebäude komme. Denn soweit ich weiß, wartet dort der Musiker auf uns. Wir finden das schon heraus. Wir finden das schon heraus. Immer schön mit der Ruhe. Woher kommt diese Musik? Ja, von da oben, wie gesagt. Es findet eine große Party statt. Und ihr seid alle eingeladen. Also ich glaube, das Beste ist, wenn man wieder hier die Treppen hochläuft, oder? Und was gibt's da hinten? Werfen wir einen kurzen Blick in die Richtung. Und da hinten ist Toad. Was macht der denn da hinten? Toad! Also das ist schon sehr gefährlich, da wo du bist. Ich werde nichts sagen, aber... Alles okay bei dir? Dieser Ort ist großartig. Überall stehen diese hohen Gebäude.
Ich war neugierig und hab mal in eines reingeschaut. Da finde ich in einem von ihnen ganz zufällig einen Powermond. Bitteschön, ich hoffe, er gefällt dir. Danke, Toad. Huhu, Captain Toad. Was war denn gerade mit meiner Stimme los? Die Bewohner dieser Stadt stehen auf total hohe Gebäude, oder? Ja, Toad, das tun sie wirklich. Und ich finde das eigentlich auch sehr spannend. Auch wenn ich das Leben in der Natur doch sehr bevorzuge. So. Sehr gut. Und hier noch. Damit hätten wir das schon mal erledigt. Wo geht es jetzt am besten weiter? So, ich glaube, wie gesagt, wir sollten da hoch. Und von dort aus kommen wir sicherlich schnell an andere Orte oder zu hochgelegenen Orte, die man so nicht einfach erreichen kann. So. Schritt für Schritt. Nur nichts überstürzen. Und von hier aus komme ich hier schon zum Musiker. Schaut mal, der Musiker steht anscheinend dort, wo es leuchtet. Das heißt, von hier aus habe ich noch keine Chance. Was ist da drin nochmal? Muss ich kurz reingucken. Im New Donk City Rathaus. Nee, im Rathaus wollte ich eigentlich nicht verweilen. Stattdessen geht es mit mir nach oben. Wir nehmen wieder die Stromzufuhr. Hoch mit uns. Oh, so weit nach oben sogar. Aber von hier oben könnte ich da runterspringen. Das ist natürlich sehr gewagt, aber ich riskiere es. Achtung. So, Kamera einstellen und jetzt Anlauf nehmen. Und Weitsprung! Oh, wow, ja, ich schaff's. Sehr gut. Und abgefedert mit dem Mützenwurf. Was führt dich den weiten Weg hierher? Hm, die Bürgermeisterin? Verstehe. So ist das also. Danke für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, am Festival mitzuwirken. Hey, cool. Danke für deine Hilfe, mein lieber Trompeter. Der Trompeter ist dabei. Fehlt also nur noch einer. Die Vorbereitungen für das Festival laufen wie geschmiert. Und das ist dein Verdienst. Uns fehlt nur noch ein weiterer Musiker. Meinst du, du findest noch einen? Versprechen kann ich dir nichts, aber ich werde auf jeden Fall nachsehen. Gut Ding will Weile haben. So, dann schaue ich mich mal um. Am besten wäre es, wenn ich kurz zu... Oh, Entschuldigung, Mario. Wenn ich nochmal zu diesem Fernglas gehe und mir von oben nochmal ansehe, wo ich am besten hin muss. So. Schauen wir also nochmal. Ach ja, da hinten auf diese fast schon einsame Insel, möchte ich sagen. Auf das Hochhaus, irgendwo, in nirgendwo. Die Frage ist nur, wie wir da am besten hinkommen. Wir reisen am besten mal dorthin. Vielleicht können wir nämlich von oben darüber springen. Kann ja sein. So, Helikopterstelle. Tja, ich glaube, da zu springen ist ein bisschen heikel, oder? Oh, ich weiß es nicht, aber ich sehe da unten ein Seil. Und ich denke, dass uns dieses Seil rübertragen könnte. Ja, ein Stromseil, umso besser. Das bringt uns rüber. Ein Stromnetz auf die andere Seite. Haben wir schon geschafft. Oh, hey, ein Football. Und da ist der letzte Musiker. Aber was macht ihr denn hier? Wenn man es so sieht, könnte man fast Mitleid damit haben. Ja, was ist das denn? Oh, ein Powerstern. Versteck im Schrott. Na super. Und hier genießen ein paar Leute die Atmosphäre. Da oben sind noch zwei Münzen. Die hole ich mir noch kurz, bevor ich mit dem Musiker spreche. Und dann, lieber Musiker, möchte ich dich einladen. Warum das trübe Gesicht, Kumpel? Kann ich was für dich tun? Aha, so so. Die Bürgermeisterin ist ganz schön gewitzt. Egal, ich bin jedenfalls jederzeit bereit. Gehen wir. Hey, klasse. Damit haben wir alle vier Musiker gefunden. Und können jetzt eine große Party steigen lassen. Der Bassist ist dabei. Du bist umwerfend. Du hast alle Musiker, die wir benötigen, zusammengetrommelt. Danke. Leider hat sich ein neues Problem aufgetan.
Das unterirdische Stromkraftwerk funktioniert nicht. Ohne Strom können wir kein Festival veranstalten. Du kennst dich nicht zufällig mit Stromarbeiten aus, oder? Naja, gut, also... Mit Strom kenne ich mich tatsächlich wenig aus. Immerhin bin ich Klempner. Das ist Marios Beruf. Hey, willst du zum Stromkraftwerk runter? Dann probier's doch mal mit einem der großen Kanaldeckel. Das könnte ein wertvoller Tipp sein. Dankeschön. Ist das ein Kanaldeckel? Naja, anscheinend nicht. Okay, dann schauen wir mal nach typischen Kanaldeckel. Hier schon mal keiner. Ah, da hinten leuchtet's wieder, okay. Dann muss ich da auch wahrscheinlich hin. Ja, ich sehe schon was, ein Ausrufezeichen. Ich bin hier, um nach dem Stromkraftwerk zu sehen. Wenn ich nur diesen blöden Kanaldeckel hochbekommen würde. Daher kann ich gerne helfen. Oh. Ah ja, genau so. Jetzt bin ich kurz... ein Kanaldeckel. Beeindruckend, dein Kunststück eben. Hut ab. Hut ab, ja. So, dann mal rein mit uns. In den Gully. Durch den Kanal. Wo auch immer wir jetzt landen werden. Stromkraftwerk im Untergrund. Ui, das sind riesige Pflanzen. Ich glaube, die sollten wir auf jeden Fall gleich mal stoppen. Vielleicht sorgen sie dafür, dass die Stromzufuhr blockiert wird. Ich bin mir ja nicht sicher. Aber das könnte auf jeden Fall der Fall sein. Na gut, dann mal sehen. So. Ein kleines Mäuschen läuft hier herum. Uiuiuiuiui. Was ist das denn für ein Bereich? Scheint zumindest sehr interessant auszusehen. Ist ja toll. Okay. Nee. Ich glaube, hier bringt uns das Ganze nichts. Okay. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Und hier wird schon rumgespuckt. Ich sehe schon. Diese fiesen Piranha-Pflanzen mal wieder. Ja, ja, ich sehe schon. Ihr seid nur für Ärger zuständig. So, und jetzt komme ich darüber, oder? Autsch. Entschuldigung, Mario, ich weiß, der Sprung war gerade nicht super schön. So. Jetzt müssen wir hier das ganze Gift wegräumen und bloß nicht reingehen. Und da schon wieder diese Moskitos. Die sind auch sehr ärgerlich, muss ich sagen. Wow! Oh Mann, Mario, du bist mal wieder viel zu schnell unterwegs. Immer schön sachte, ja? So, hallo, ihr komischen Käferchen. Bloß weg mit euch. Und hier gibt es ja lustige Graffitis an der Wand. Okay, so. Dann kommt hier noch die mit... Oh, da oben ist bestimmt auch noch etwas. So, sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, halt die fest, Mario. Wow, 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 wow. Okay. Ja gut, aber eigentlich wollte ich... Nein! Eigentlich wollte ich... Oh, ich habe da was vergessen. Ja, da war ich jetzt zu übermütig. Aber ist ja nicht so schlimm. Denn jetzt gebe ich mal ein bisschen Vollgas und überspringe diesen Bereich fast schon. Die Münzen müssen wir ja nicht doppelt einsammeln. So, so. Okay, dich lasse ich auch links liegen. Und gleich sind wir wieder an der Stelle, an der wir gerade verloren haben. Oh, jetzt habe ich das untere Teil bewegt, statt das obere. Oh nö, wieder da volle Pulle reingelaufen. Na gut, ist ja nicht so tragisch. So, kein Wandsprung, Mario. Hier wieder Käferchen. Oh nee, jetzt brauche ich unbedingt ein Herz. Oh, zum Glück. Sonst hätte ich jetzt ein kleines Problem gehabt. So, aber diesmal schaffen wir das. Das bewegen wir. Springen drauf. Achtung, Achtung, Achtung. Und rüber mit uns. Sehr gut. Und da ist ein Powermond. Haha. Schatz in der Kanalisation. Also echt gut, dass wir nochmal zurückgelaufen sind. Und rüber. Wow, das war sehr, sehr knapp. Es hätte auch sehr leicht schief gehen können. Was macht Pauline denn hier? Ich sehe ganz gern selbst nach, was in meiner Stadt so vor sich geht. Das schließt auch das Stromkraftwerk mit ein. Die Freunde von diesem Bowser-Ungeheuer haben es also bis hier runter geschafft?
Anscheinend. Wir müssen sie unbedingt aufhalten. Wer weiß, was sie vorhaben. Pauline, hilfst du mir in der nächsten Folge dabei? Das will ich doch schwer hoffen. In der nächsten Folge werden wir das Festival feiern. Rechts oben kommt ihr zur nächsten Folge. Einfach mit eurem Finger da drauf tippen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Bitte bleibt katztastisch.